Also Herr oder Frau X verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch. Jetzt muss kommen das Bedauern. Wir bedauern seine oder ihre Entscheidung sehr. Und jetzt kann man hier ein bisschen künstlerisch gestalten. Zum Beispiel, da wir einen hochqualifizierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verlieren. Jetzt muss kommen der Dank. Der muss jetzt kommen. Also Bedauern muss kommen, Dank muss kommen. Wir bedanken uns, und jetzt kann man wieder ein bisschen gestalten, für, und jetzt kann man wieder ein bisschen freier gestalten, zum Beispiel für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Und jetzt kommt der positive Wunsch für die Zukunft. Und wünschen ihm oder ihr für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und weiterhin sehr viel Erfolg. Also drei Elemente zwingend, das Bedauern, der Dank und der positive Wunsch für die Zukunft. Ja, das sind die Elemente eines sehr guten Zeugnisses, die kommen müssen.